Tag auch, ihr Lieben. Hier ist Marc Schmatter. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich heute so schick aussieht. Bauer Heinrich hat gesagt, alle machen jetzt Homeoffice. Ich habe keine Ahnung, wo ja jetzt was offen ist. Ich bin drinne und ich mache heute was mit Bärlauch. Bauer Heinrich hat nämlich gesagt, alle haben sich so gefreut, wie ich was über Giersch gemacht habe. Und das Internet ist fast explodiert. Da habe ich mich extra schick gemacht. Bin ja auch so eine Kreative, habe ein bisschen gebartigt, ne? So, und jetzt zeige ich euch mal, wie gut ich aussehe, wenn ich die Klamotten für gut anhabe. Also ich fahre mal mit den Technik hier, mit der Technik so an mir runter. So. Na ja, und dann wieder rauf. Ja, vielleicht wird das ja doch noch was mit Next Top Model, ne? Also ich meine, also sowas von klasse. Naja, ist schon sexy, wie ich heute aussehe. Was ich erzählen wollte, war ja eigentlich was über Bärlauch. Also für die, die das jetzt nicht wissen, wie Bärlauch aussieht, ne, habe ich den neulich gesammelt und hier habe ich den eingefroren. Kann man das sehen? So sieht der aus, wenn er eingefroren ist. Und dann kannst du den in die Tiefkühltruhe schmeißen und kannst ihn auch ganz lange benutzen. Ich schmeiße ihn mal zurück. Und ja, dann hast du das ganze Jahr über was davon, wenn du eine Tiefkühltruhe hast. Und wer das nicht hat, ich liebe das Jahr, mir immer was Neues auszudenken. Heute mache ich Bärlauchsalz. Ich trockne das gerade. Jetzt nehme ich euch mal mit an den Herd. So, jetzt dürft ihr mal in den Herd mit mir so reingucken. Da, so. Das ist Bärlauch und das hier, also der liegt hier auf Salz bei mir. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und rascheln muss er. Und dann muss er sich irgendwann so ganz easy, ganz leicht zerbröseln lassen. Bisschen Braucher noch. Und dann kannst du da Bärlauchsalz machen. Oder wenn du noch andere Kräuter findest, klopfst du die da auch noch mit rein. Ne? Und dann hast du super Kräutersalz. Du darfst das nur nicht so heiß stellen. Also das, in meinen Ofen kannst du das gar nicht niedrig genug sozusagen machen. Also das musst du bei mir unter 50 Grad einstellen. Wenn du noch niedriger kannst, auch schön. Damit nicht alle guten Stoffe, die in Bärlauch drin sind, denn irgendwie plötzlich so weg sind. Ich weiß eh nicht genau, warum der Bärlauch heißt. Vielleicht macht der Bären stark oder so. Auf jeden Fall ist der entkalkt so im Körper. Das kann ja auch nicht schaden, wenn man das mal nimmt, ne? Und ist entzündungshemmend und antibakteriell und Anticholesterin und lauter so andere Worte auch noch, ne? Also der ist richtig gut so. Und ich habe den als Geheimtipp in meinem Essen. Also, und jetzt, wo ist er denn hin? Da. So sieht er denn aus, wenn man den gemörsert hat. Brauchst du schön Salz und den frisch getrockneten Bärlauch und Mörser und dann immer Schmackes musst du richtig zerstauben. So, ne? Weil manche Leute, die machen das ja in so grobkörniges Salz. Ne? Das ist ja ganz toll, aber das kriegst du nicht aus dem Streuer raus. Den streust du und nichts passiert, ne? Deshalb ist es besser, du machst das so zu Staub. Das sieht zum Verschenken schick aus, wenn du da dieses Klumpensalz nimmst. Aber das kann sein, dann willst du würzen im Essen, dann haust du dir da das Klumpensalz rein. Aber der Bärlauch ist in dem Glas so ganz unauffällig nach unten verschwunden. Und dann hast du gar nichts davon im Essen drinnen, ne? Deshalb immer besser, man macht das so geschickt, ne? Und verstaubt das so ein bisschen. Und dann kannst du das da auch reintun. Und wenn du andere Kräuter getrocknet hast, dann auch. Und das geht das ganze Jahr über, kannst du das in dein Essen tun. Oh, das bleibt lecker, 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 voll gesund, ne? Obwohl natürlich frisch ist das noch am gesündesten. Aber ja, egal, ne? Schmecken tut es das ganze Jahr über. Ja, dann hoffe ich, dass ihr jetzt auch mit Bärlauch Spaß habt, ne? Lasst euch das gut gehen. Bis bald. Tschüss, eure Martha.